Energiesparen, richtig Heizung entlüften. Wie das funktioniert, sagt uns heute Frank Fleck, Energieberater bei der Rhön Energie Fulda. Wie können Sie feststellen, dass in Ihrem Heizkörper Luft sich befindet? Das ist ganz einfach. Einmal können Sie hören, ob der Heizkörper gluckert. Dann befindet sich Luft im Heizkörper. Zweite Variante ist, die Wärme verteilt sich nicht gleichmäßig auf dem Heizkörper. Bedeutet, auf der rechten Seite ist der Heizkörper heiß und auf der linken Seite bleibt er kalt. Sie benötigen zur Entlüftung eines Heizkörpers folgende Hilfsmittel. Wir legen ein Tuch unter den Heizkörper zum Schutz des Bodens. Wir benötigen ein Tuch, um das Wasser aus dem Ventil auffangen zu können. Zusätzlich benötigen wir einen Behälter, ein Glas oder einen Becher. Und wir benötigen für die Entlüftung einen Heizkörperentlüftungsschlüssel. Diesen bekommen Sie in jedem Baumarkt. Zur Entlüftung des Heizkörpers ist der erste Schritt, den Heizkörper zuzudrehen auf Null. Als nächsten Schritt drehen Sie die Kunststoffventilkabel mit dem Auslaufloch nach unten. Jetzt beginnen wir mit dem eigentlichen Lüften des Heizkörpers. Zuerst setzen wir den Heizungsentlüfterschlüssel auf, den Becher unter das Ventil. Und jetzt drehen wir vorsichtig und ganz langsam das Ventil auf, maximal eine Viertel bis halbe Umdrehung. Jetzt kann die Luft des Heizkörpers entweichen. Sie lassen das Ventil so lange geöffnet, bis Wasser rauskommt, dann drehen Sie das Ventil wieder zu. Jetzt können Sie Ihren Heizkörper wieder aufdrehen. Füllen Sie mit Ihrer Hand die gleichmäßige Wärmeverteilung, dann ist alles in Ordnung. Sollte Ihr Heizkörper jetzt in dem Fall nicht gleichmäßig warm werden, dann liegt die Ursache woanders. Dann bitte ich Sie, Ihren Heizungsinstallateur zu beauftragen. Der guckt dann nach der Anlage. Sie sehen, das war ganz einfach. Um den gewünschten Effekt zu erzielen, machen Sie das jetzt an jedem Heizkörper.